Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Findus baut Weihnachtsbäume bei super komischen Hühnern und Pettersson. Und wir müssen noch das Türchen für heute finden. Heute ist der 17. Dezember. Wie immer. Nein, nicht wie immer, wie es unten in der Ecke steht, wie immer. Jeden Tag ist der 17. Dezember. Ja. Raumzeit kommt Tino rum. Wer braucht das schon? Hauptsache jeden Tag 17. Dezember. Wo ist denn der wo ist denn der blöde Scheiß? Ich weiß es nicht. Wo ist es? Wo versteckt es sich? Sagt es mir. Nein. Böse. Wenn Pettersson mal brummig ist und über gar nichts lachen kann. Ja, dann kann ich auch nicht drüber lachen, dass ich den Dings hier nicht finde. 15. Hier auf dem Schild ist nix, wa? Nee, hier auch nicht. Hier war die 24, hier war die 23. Wo ist der denn? 21, 8. Ja. Das ist die 18. Da ist die 18 für morgen. Ja, wo ist die 17? Da. Ha, gefunden. Super, kommt niemand drauf, weil es einfach mitten im Bild ist. Aber Weihnachten ja. Ist nicht mehr weit. Guck doch mal, es hat geschneit. Findus ruft zur Schneeballschlacht, ob der Elch wohl auch mitmacht? Es hat nicht geschneit, aber okay. Jetzt wollen wir den Elch mal ein bisschen ärgern. Mal sehen, ob er Lust auf eine Schneeballschlacht hat. Du kannst allein oder zu zweit spielen. Was? Du hast 2 Minuten Zeit. Elch in Gefahr. Wow, voll das tolle Spiel. Was ist das denn jetzt schon wieder für ein Spiel? Achso, man kann den öfters treffen. Was? Aim-Button. Ist ja witzig, man kann so richtig so, wisst ihr, mit der Maus. So. Und so. Und so. Aua. Hä, das gibt ja immer nur einen Punkt. Ach, so ist das. Der Elch kriegt Punkte, wenn er durchkommt. Und ich krieg Punkte, wenn ich den Elch treffe. Nein. Oh, erstmal die Typen treffen. Ich bin voll schlecht in dem Spiel. Und das ist irgendwie auch ohne Musik und so und voll besinnlich. Elche abschmeißen, da bringt man den Kindern natürlich auch wieder richtig gut was bei hier, ne? Also, so Elche abschlachten mit kalten Schneebällen. Das ist die richtige Eigenart. Und, gut, dass das so Aimbot-Schneebälle sind. Muss ich ganz verarscht vorkommen, der Elch. Ich meine, was ist das eigentlich für unfaire Schnee? Wieso läuft der eigentlich immer wieder nach, von rechts nach links? Und wieso läuft der manchmal zweimal nach rechts? Oder zweimal nach links? Das ist völlig sinnlos. Oh, das war bitter. Seht ihr? Das meine ich. Als ob das mehrere Elche sind. Aber hier gibt es bestimmt keine Elche. Und auch keine Peter. Ohne Scheiß. Dann wird die aber... Wieso hat die Peter das ja eigentlich... Also wenn Pokémon zu böse ist für die Kinder, dann ist das hier wohl erst recht zu böse für die Kinder. Ich meine, das hier ist ja wohl wirklich so richtig Lernsoftware noch. Im Gegensatz zu Pokémon. Oder Zoo Tycoon. Oder Rollercoaster Tycoon. Alles gute Spiele, aber trotzdem sind sie alle Peter böse. Peter böse! Super, ich hab gewonnen! Und wenn man jetzt auf mehr Spieler klickt... Wenn ihr zu zweit spielt, kann mich der eine Spieler mit der Maus steuern und der andere steuert den Elch mit den Pfeiltasten. Ernsthaft? Das macht Spaß! Seht ihr das? Ich kann... Schnell! Das ist ja voll unfair, da hat ja gar keine Chance. Ich meine, kann ich so beide spielen. Das ist voll... Aua! Doch, der kann sogar ziemlich gut ausweichen, muss man mal so sagen. Naja. Den Multiplayer könnt ihr dann ja zu Hause spielen, wenn ihr das Spiel auch überall gekauft habt, wo es iTunes gibt. Was? Nein, naja. Wenn ihr das Spiel irgendwo noch zu Hause rumliegen habt oder eine Schwester, ein Bruder, ein Familienmitglied habt, was auf komische Findus-Spiele steht, dann spielt das einfach mal mit denen zusammen und dann seid glücklich, dass irgendwer der Elch ist, der total ein Nachteil ist. Also, bis morgen mit der coolen Schleife und ich verabschiede mich für heute. Tschüss!